Hallo, ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Die Coachin ist wieder im Wald und hat was entdeckt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich gut erkennt auf dem Video. Ich stehe hier gerade an einem umgekippten Baum. Das war quasi die Unterseite hier, ne? Das sind die Wurzeln. Und das, was hier noch da so dran hängt, alles, das ist der Boden, der hier, den sie einfach mit rausgehoben hat, als der Baum gekippt ist. Und weißt du, an was ich gerade denken musste, als ich da mal hingefasst habe? Ne? Das sieht aus, als wäre das steinhart. Und ich habe da tatsächlich auch damit gerechnet, weil der Boden hier so lehmig ist. Und wenn ich aber hier dran gehe, da brauche ich gar nicht viel Kraft. Ne? Ich fasse hier nur dran. Und dann bröselt hier alles runter. Ich glaube, das ist das, wo wir uns gerade jetzt, heute ist der 2. April 2021, ich glaube, das ist gerade das, wo wir uns befinden. Diese alten Strukturen, die uns so eingeengt haben und uns unsere Freiheit, unserer Lebenslust, unserer freien Schöpferkraft quasi beraubt haben. Das ist wie so eine alte, verbackene Struktur. Und wenn wir das anschauen, dann denken wir so, oh mein Gott, das ist alles so fest und fest, ne? Wir sind da drin festgezurrt und diese ganzen Vorschriften, ne? Das kommt uns so unumgänglich vor. Ne? Und was müssen wir machen? Wir müssen einfach da nur mal mit unserer eigenen Kraft rangehen. Und diesem System einfach zeigen, was Sache ist. Und dann bröselt es in sich zusammen. Es bröselt in sich zusammen. Ne? Wenn wir ein bisschen aktiv sind und lernen, wie ist die Rechtslage tatsächlich? Ne? Ist dies hier wirklich ein Staat zum Beispiel? Ne? Wie agieren die? Ist es überhaupt rechtmäßig, was hier passiert? Wie sieht die tatsächliche Gesetzeslage aus? Ja, wenn wir da ein bisschen, reingraben, dann merken wir, dass dieser ganze riesige und so starr und unüberwindbar vorkommende Verwaltungsapparat, denn letztendlich ist es nichts anderes. Ne? Wir leben in einem Verwaltungskonstrukt, das uns mehr und mehr unserer Freiheit beraubt hat, weil es immer mehr völlig unsinnige Vorschriften erlassen hat. Naja, und wenn wir uns dem entziehen, indem wir erforschen, wie sieht es denn tatsächlich aus, ne? Dann können wir uns dem entziehen. Und wenn wir Begegnungen haben, dann entsprechend bröselt dieses System in sich zusammen. Ne? Also was ja bestimmt in der Zwischenzeit bekannt ist, diese ganzen Bußgeldbescheide, dass man da einfach Widerspruch dagegen einlegt und in den allermeisten Dingen verläuft sich das dann sofort im Sande. Und so ist es mit vielen anderen sogenannten Verwaltungsakten. Und das zeigt es ja schon, es ist nur ein Verwaltungsakt. Es ist kein hoheitlicher Akt, es ist ein Verwaltungsakt. Ne? Also auch die Worte, die benutzt werden. Ne? Wirst du überhaupt innerhalb dieser Verwaltung als Mensch betrachtet? Oder auch nicht, ne? Wenn vor Gericht verhandelt wird, wird in Sachen Meier und in Sachen Müller verhandelt. Ne? Bist du eine Sache? In deren Augen schon, in diesem ganzen Verwaltungskonstrukt schon. Aber du bist ja ein Mensch. Ne? Und uns das wieder zurückzuerobern, unsere Menschlichkeit, unsere Wahrhaftigkeit als Mensch, naja, ich glaube, da gehört jetzt in dieser Zeit schon auch ein bisschen zu, dass wir entlarven, dass das alles nur Gebrösel ist, womit wir hier konfrontiert sind. So, in diesem Sinne, ich möchte das jetzt gar nicht weiter ausdehnen, aber das ist mir jetzt gerade so spontan, als ich da hingefasst habe, dachte ich so, oh geil, ja, jetzt bröselt alles in sich zusammen. Wir müssen es nur
angehen. Wenn wir nicht aktiv werden, naja, da geht es in die andere Richtung und da will keiner hin. Also in diesem Sinne, heute ist ja Karfreitag. Ich wünsche dir schöne Ostern. Ganz liebe Grüße von mir aus dem Wald. Lass dir es gut gehen.